Hello and good morning from Agadir. Yay. Falls ihr mich noch nicht kennt, hey, ich bin Laura und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mich würde es freuen, wenn du ein kostenloses Abo oder sonstiges da lässt, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Zu viel gelabert schon am Anfang, sorry. Ja, wir fahren heute auf jeden Fall, also ich mit meinem Freund, wir fahren nach Tarasut. Das ist ja, also wir sind jetzt gerade hier in Agadir, im Robinson Club Agadir. Und Tarasut ist einfach so ein kleines Surferdorf, so ein Surferort. Ein paar Kilometer weiter, also wir fahren da bestimmt jetzt eine halbe Stunde, knappe halbe Stunde dahin. Ja, wir werden heute da unseren Tag verbringen, in unser Lieblingsrestaurant gehen, ein paar coole Fotos shooten und ich werde euch einfach so ein paar Inspirationen geben. Falls ihr mal in Agadir seid, müsst ihr auch auf jeden Fall Tarasut besuchen. Also auf alle Fälle. Ich schreibe euch mal nochmal den Namen hier unten hin, weil es wird ein bisschen anders geschrieben, als es ausgesprochen wird, deswegen wisst ihr da nochmal Bescheid. Und yes, und nur, dass ihr es wisst, ich habe ja mal im letzten Video ein bisschen häufiger meinen Freund gezeigt. Das werde ich heute leider nicht mehr tun. Ich habe es wirklich nochmal versucht, aber mit den ganzen Kommentaren, die da wieder kamen, bezüglich Visum etc. Sorry, aber ich werde es heute halt lassen, weil es mich einfach richtig, richtig nervt. Ja, also ihr werdet wahrscheinlich heute nur mich sehen und vielleicht meine Katzen oder so. Nur das nochmal, das wollte ich euch nochmal am Anfang klarstellen. Genau. Dann, wie gesagt, Tarasut, da fahren wir jetzt so eine halbe Stunde hin. Wir nehmen jetzt erst hier so ein ganz normales rotes Taxi. Danach nehmen wir so ein Sammeltaxi von Batois aus. Das heißt, da sind mehrere Personen drin. Und erst wenn das Taxi quasi voll ist, dann fährt es los. Und pro Person kostet es dann genau 10 Dirham, also 1 Euro. Saugünstig. Und ja, ich freue mich, weil wir waren jetzt schon lange nicht mehr irgendwie so am Strand, essen, dies und das. Deswegen wird jetzt, glaube ich, ein richtig cooler Vlog. Und ja, ich habe hier heute auch so ein cooles Kleid an. Hat ja auch so ein paar Strickmuster. Ich stelle euch später auch noch, also am Ende des Videos, stelle ich euch auch noch ein paar mehr Klamotten vor, die ich auch von Shein habe. Genau, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ich habe auch noch einen coolen Rabattcode, den schreibe ich euch hier unten gerade auch nochmal hin. Da bekommt ihr 15% ab einem Mindestbestellwert von 49 Euro auf Shein. Genau, das Kleid habe ich in große M, falls es jemanden interessiert. Und dann würde ich sagen, wir legen dann aber auch mal los mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, Leute. Genießt es! In so einem roten Taxi sind wir jetzt schon mal. Jetzt fahren wir zum Batois. Das ist so eine Taxisammelstelle. So, wir sitzen jetzt in einem größeren Taxi und warten jetzt noch auf vier andere. Denn hinten können auch nochmal, hinten können nämlich auch nochmal vier sitzen. Und wir sitzen jetzt hier vorne zu zweit. Und der Fahrer halt noch dann da. Yes, let's go, würde ich mal sagen, hoffentlich bald. So, wir sind jetzt angekommen und da hinten ist auch schon das Restaurant L'Auberge, heißt das, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und hier ist irgendwie, es fehlen hier ein paar Schiffe, also hier sind gerade sehr viele Autos und so Zeug. Und der Strand ist auch richtig voll. Gut, es ist auch Sommer. Wir haben auf jeden Fall Hunger und wir werden jetzt gleich mal was futtern. Fisch. Mm-hmm.
So, das ist das jetzt, das ist das Menü von hier. Und wir nehmen hier einmal die Nachos. Also mit Avocado. Ah, ich will ohne Koriander. Limette und Tortilla-Chips, Salsa, Sour Cream und Melted Cheese. Richtig geil. 60 Dirham. Ja. Also das ist wirklich unser liebstes Restaurant hier. Die haben hier auch ganz viel mit Avocado. Und ihr wisst ja, ich liebe Avocado über alles. Und wir haben jetzt zweimal diese Nachos bestellt und noch einmal so ein Breakfast mit Eiern. Was ist da noch drin? Avocado. Maschia, was ist da noch drin? Käse. Okay, mal schauen, wie es aussieht. Bestimmt lecker. Und Ham. Ham, ja, Schinken oder so. Probier. Das ist jetzt unsere Vorspeise hier. Ja, komm, wir trinken das einfach an. Und eine Olive. Wie soll ich mich jetzt filmen, Schatz? Ich hoffe, es ist nichts mit Olive. Ja. Sieht aus wie Käse. Hummus. Voll geil. Hammer. Und schaut mal, wie schön hier die Aussicht von dem Restaurant ist. Also normalerweise stehen da, wie gesagt, keine Autos, sondern eher so Schiffe. Dann ist es noch mal schöner. Schaut mal, Leute, wie schön es hier ist. Man kann hier einfach wirklich einen Weg am Rand entlang laufen. Man sieht die ganze Zeit, oh Gott, ich wäre fast hier runtergeflogen. Man sieht die ganze Zeit hier so wunderschöne Restaurants. Direkt mit so einem Meerblick. Es ist so cool. So, Kamera ist irgendwie voll. So Leute, jetzt kaufen wir noch ein paar Garnelen. Die machen wir dann heute Abend, weil ich glaube, die sind ja nicht so teuer. Ich zeige euch mal gleich den Stand, an dem wir die kaufen werden. Ein halbes Kilo wollte er kaufen, mein Freund. Ja, ich muss mich mal hier durch die Autos schlängeln. Puh, wir sitzen jetzt auch schon wieder im Taxi nach Hause. Also nach Agadir wieder. Es ist so, so warm heute. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen, also im Hotel. Und nach der Taxifahrt heute, Alter, ich brauche jedes Mal nach Taxifahrten immer erstmal 2 Stunden Pause, weil mir so schlecht ist. Alter Schwede. Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder hier. Und ich habe auch schon ein paar Instagram-Nachrichten bekommen, wie viel man denn so fürs Taxi zahlt. Habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Also der normale Preis in diesen Sammeltaxen, das ist halt das Wichtige, dass ihr in so ein weißes, großes Taxi steigt, ist wie gesagt 1 Euro. Und da könnt ihr dann nach Aurel, nach Tamrat, nach Tarasut fahren. Das kostet eigentlich alles 1 Euro. Ja, also 10 Dirham. Das ist halt echt sausaugünstig für so viel Strecke. Ja, und wir werden jetzt einfach noch ein bisschen chillen. Wir werden gleich auch noch
unsere Unterkünfte ein bisschen, also irgendeine Unterkunft durchschauen für unsere Marokko-Reise. Wir sind ja dann in Tanger, in Chefchaouen und in Fes, und da brauchen wir noch Unterkünfte und da müssen wir mal gucken, da ja, wir ja eigentlich auch nicht in einem Zimmer zusammen schlafen dürfen, müssen wir noch schauen, dass wir uns so eine Bescheinigung holen, dass wir in einer Beziehung sind. Das ist also ein bisschen kompliziert. Und das machen wir heute. Also wir organisieren das jetzt noch ein bisschen. Genau. Sie haben dich gelassen, dass du die Foto machst. Ja. Dann gesagt, okay, in Position. Aber sie ich. So Leute, ich habe mich jetzt hier gerade auf den Balkon gesetzt, habe jetzt meinen Laptop hier und werde jetzt mal nach ein paar Unterkünften Ausschau halten. Also die Sache ist ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass Mann, also marokkanischer Mann und deutsche Frau sozusagen, also Europäerin, ja hier in Marokko nicht zusammen in einem Zimmer schlafen dürfen, wenn die nicht verheiratet sind. Deswegen muss ich mal schauen. Wir werden halt auf jeden Fall vorher in den jeweiligen Unterkünften anrufen und das Ganze halt besprechen, wie das da so ist, weil es ist wirklich nicht in jedem Hotel oder Riad etc. so. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen rumschauen, mir mal was aussuchen und ja, dann gebe ich schon später mal nochmal ein Update. Das kann auf jeden Fall jetzt dauern. Deswegen nehme ich euch im Schnelldurchlauf mit. Maybe it's 'cause we are, got time and we're wasted. No plans for the night. I love how you look at me. Feeling low, nothing to lose. Can we stay here tonight? 'Cause I don't wanna go. I know the tension's gone now, and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind. So Leute, mein Freund hat jetzt bei allen Apartments, Hotels, was weiß ich auch immer, angerufen. Es hat alles geklappt, außer in Fes. Mein Freund hat mit 4 Hotels oder Unterkünften in Fes telefoniert. Und in Fes kann man nirgends übernachten, um dass man so eine Genehmigung hat oder so Papiere hat, dass man verheiratet ist. Richtig krass. Jetzt müssen wir schauen, wo wir unterkommen. Keine Ahnung, ob wir dann da überhaupt schlafen oder dann noch eine Nacht länger in Chefchaouen bleiben. Ja, also in Fest sind die anscheinend richtig, richtig streng mit den Regeln. Supi. So Leute, ich zeige euch jetzt gleich mal noch die Klamotten, die ich euch noch vorstellen wollte von Shein. Da sind wirklich super, 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 super schöne Teile wieder mal dabei. Die stelle ich euch jetzt vor und wir kochen jetzt noch was Leckeres und dann, ja. So, das ist erstmal ein Teil. Ihr seht, wie schön das sitzt. Ich finde das wunderschön. Und ich liebe es mal, Spaghetti-Träger zu haben. Habe ich nämlich... Oh Gott, was war das denn? Noch bei keinem Kleid. Ja, das sieht auf jeden Fall so aus. Hat hier unten auch noch so schöne Rüschen. Und wenn man genauer hinsieht, dann sind das so kleine schwarze Herzen. Das Kleid gab es, glaube ich, auch noch in Rot und in Gelb oder so. Ja. Ich verlinke euch die ganzen Links unten in der Infobox, so dass ihr Bescheid wisst. Da könnt ihr einfach draufdrücken. Und wie gesagt, es gibt noch einen Rabattcode, der wird hier unten auch nochmal eingeblendet. Das ist dann so. Das Kleid hat ein bisschen weiteren Ausschnitt, aber ich finde es ganz cool, dann sieht man so mein Tattoo. Genau, das ist das Kleid. Das ist ein weiteres Kleid. Habe ich euch auch, glaube ich, schon auf Instagram gezeigt. Ja, habe ich sogar. Das hat hier auf jeden Fall so Strickmuster. Ich finde das auch mega cool. Und dann noch so eine kleine Knopfleiste. Auch wieder einen V-Ausschnitt und sogar noch kleine Ärmel. Genau, ich zoome euch mal nochmal näher ran. Also da ist auf jeden Fall so ein Strickmuster dabei. Die Ärmel sind auch schön locker. Finde ich gut, dass es nicht zu eng sitzt. Genau. Das ist das zweite Kleid. Und Leute, ich habe übrigens alle Klamottenteile in Größe M bestellt. Ja, wirklich alles. Und ich bin 1,73 Meter groß übrigens. So, die beiden Teile sind 2 weitere Sachen. Die Hose ist noch etwas, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich die am besten kombinieren soll. Ich glaube, eine Nummer kleiner hätte es halt auch getan, weil...
ich weiß nicht, es sieht irgendwie sehr groß aus oder was denkt ihr? Ich finde die Farbe halt total schön. Genau, also einmal hier diese Hose, die habe ich auch in M genommen, also S hätte locker gereicht. Ich meine, ihr seht es, ist ziemlich groß. Genau, so sieht die Hose aus, hat halt hier so ein paar Rüschen auch. Und die Farbe ist, wie gesagt, meine Lieblingsfarbe. Und das habe ich dann einfach mit diesem T-Shirt hier kombiniert. Das habe ich euch auch schon auf Instagram vorgestellt. I love it. Es ist so ein schönes T-Shirt. Ich zeige es euch mal nochmal. So, das ist auf jeden Fall das T-Shirt. Ich habe hier so einen Knoten reingemacht. Also normalerweise ist das auch ein bisschen weiter, aber ich liebe das so zu tragen. Da steht auf jeden Fall drauf, The Sun, The Moon and the Stars. Ja, yes, das finde ich ein richtig, richtig cooles T-Shirt. Das ist mal was anderes, nicht nur so weiß, sondern mit so coolen Bildern drauf. Finde ich sau cool. Und passt zu meinem neuen Tattoo, die Sonne hier. Finde ich richtig cool, passt voll gut zusammen. So Leute, also wie gesagt, mit dem Rabattcode hier bekommt ihr 15% Rabatt. Und ich würde dann auch sagen, ich beende das Video auch hiermit. Ich habe mich jetzt schon meine Chiller-Klamotten geschmissen. Nicht wundern, es ist übrigens schon der nächste Tag. Ja, und jetzt schneide ich dieses Video hier zu Ende. Und da würde ich sagen, ihr könnt mich sehr gerne kostenlos abonnieren und zwar da, falls ihr keines meiner weiteren Videos verpassen wollt. Ich bin jetzt noch 3 Wochen in Marokko. Ich werde auf jeden Fall noch coole Videos für euch produzieren, da könnt ihr euch drauf einstellen. Und ja, hier kommt ihr dann zu meinem letzten Video. Und dann würde ich sagen, bis dann, tschüss!